Verdammtermist! Die Soldaten des Regimes hängen scheinbar sehr an Polizeiwachen. Die Soldaten des Regimes scheinen sehr leichtgläubig zu sein.
eigene Wohnung. Zwei Etagen über der Bäckerei. Achtung! Ab sofort melden sich alle wichtigen Besatzungsmitglieder auf der Brücke. Kontaminierungskur, bewaffnet euch und kümmert euch um das Problem. Wir bleiben komplett abgeriegelt, bis die Lage geklärt ist. Die Soldaten des Regimes sind halsbrecherische Fahrer. Thank you.
Klaus Radio-Dingsbums anschließen. Mal sehen, ob ich meine Leute empfange. Antennenbojen. Boje. Oje, was für ein dummes Wort. Katze im Sack. Sack im Wasser. Halten Sie den Kanal offen, Blaskovic. Wir sind im Anmarsch. Empfangen Ihr Signal. Ist Ihnen klar, was Sie da haben, Captain Blaskovic? Das ist die Hammerfaust, das Kronjuwel der U-Boot-Flotte des Regimes. An Bord ist eine Atomkanone. Korrigiere, unsere Atomkanone. Harter Brocken, dieser verdammte U-Boot-Kapitän, muss ich ihm lassen. Hat die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone mit ins Grab genommen. Die funktioniert nicht? Tja, die Atomsprengköpfe jedenfalls haben wir. Kann's kaum erwarten, Totenkopf mit einer fetten Atombombe das Maul zu stopfen. Dann suchen wir eben die Entschlüsselungscodes. Die Entschlüsselungscodes werden nicht auf der Erde aufbewahrt, sondern in der Mondbasis des Regimes. U-Boot-Kapitäne müssen sie auswendig lernen. Die Mondbasis ist die am schwersten bewachte Einrichtung des Regimes. Dort laufen streng geheime Forschungsarbeiten. Und das bedeutet? Na, Caroline und Anja arbeiten im Hauptquartier an einem Plan. Gott sei Dank, wir sind da. 64, 8, 7, 9, 5, 2. Damit geht das Tor in 2.
Rhein. Mein Vater hat mir diesen Rhein beigebracht. Für jeden Ort gibt er sein eigenes Lied. Mir fällt nur Kikiriki ein. Meinst du, damit öffnet sich irgendwas? Sie sollten aus dem Weg gehen. Bewegung! Ich habe auf diesen Moment gewartet. Viele von uns wollten die Machtverhältnisse während des Krieges ausgleichen. Aber alles passierte so schnell und viele unserer führenden Köpfe wurden umgebracht oder sind verschwunden vom Erdboden verschluckt. Doch einige waren erfolgreich. Sie hatten damit begonnen, ihr ganzes Wissen den verfeindeten Staaten des Regimes zu übermitteln. Hoffnung lag in der Luft. Es gab Hoffnung, bis das Regime die Atombombe abwarf. Tja, seitdem schien alles verloren. Ich hörte Geschichten aus den alten Zeiten, als die Datenschut sich an Orten wie diesen versammelten. Voller Lebensfreude und Neugier öffneten sie einen Zugang zu den Kräften der Natur. Und jetzt sind wir wahrscheinlich die Letzten, die je hier sein werden. Mal sehen. Warnung. Blablabla. Gehen Sie einfach rein. Na? Es gibt einen Übergangsraum zur Haupthalle. Halt, halt, halt! Was meinen Sie mit Warnung? Warnung, Warnung! Die Anweisungen sind alt und verwittert. Gehen Sie! Auf diese Weise kommen wir in die Haupthalle. Ich kann diese Symbole nicht erkennen. Lassen Sie mich jetzt... Was? Blaskovic! Mach ihn, Blaskovic. Ich halte ihn den Rücken frei. Sie verschwenden Sauerstoff. Gehen Sie da rein. Drücken Sie das Ding. Ja. Ein wundervoller Ort. Mächtig. Politische Forschung. Hat mir fast in die Hose als das Ding. Heilige Scheiße. Was ist denn das jetzt? Das da oben ist die geheime Kammer. Wir müssen zuerst die Magnetfelder aktivieren und den Zugang herstellen. Diese Maschine hier, sie steuert die elektromagnetische. Bist du bereit, Riese? 1, 2, 3, los! Oh ja, Herr Blaskovic, geben Sie mir bitte mal Ihren Laser. Da, das ist ein Prisma der Dati-Shoot, das Ihren Laser auf die richtige Frequenz einstellt. Jetzt müssten Sie die Magnetspulen laden können. Sehen Sie sie? Dort oben. Ich werde versuchen, das Ding in Gang zu setzen. Wo sind wir hier überhaupt? Eine uralte Stätte, eine von vielen. Die Dati-Shoot, bevor die Menschheit überhaupt den Kompass kannte. Wenn das Ziel klar ist und Menschen zusammenkommen, die für dieselbe Sache eintreten, ist alles. Ja! Heute kam ein Brief aus London.
Fahren wir empor. Bringen Sie uns hoch, Riese. Die Schmerzen sind unerträglich. Es hört. Eins, zwei, drei, fünf, acht. So wird das Tor aufgemacht. Nicht schlecht, Seth Rothman. Oder, Junge? Sagen Sie mir nochmal, ich wäre kein Genie. Die Herren? Bitte. Nur zu, sehen Sie sich um. Nehmen Sie mit, was Sie gebrauchen können. Doch denken Sie daran, das ist heiliger Boden. Hallo Mama, vielen Dank für die schönen Aussichten. Sie sind warm und passen wie angegossen. Mir geht's gut. Auch wenn der Krieg ein wenig sein wird. Hier passiert natürlich nichts, was interessant ist. Heute bin ich mit einem Hubschrauber auf einem getauchten U-Boot-Flugzeugträger gelandet. Danach bin ich in einem tiefsten Tauchanzug mitten im Scheiß an Land. Naja, hoffentlich passiert mal bald was Aufregendes. Ach, grüß mir zu Hause alle ganz lieb. Fürs Ende. Bitte kommen, bitte kommen! Was ist, Caroline? Wir haben einen Hinweis auf die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone. Anja? Es geht um einen Truppentransportzug auf dem Rückweg von der Front in Afrika. An Bord ist der Chefwissenschaftler für Totenkopfs neueste Generation von Maschinensoldaten. Er fliegt heute Abend zur Mondbasis des Regimes, um sich die neuen Exemplare anzusehen. Wir werden den Truppentransportzug abfangen, den Chefwissenschaftler schnappen, seine Ausweispapiere stehlen und Blaskovic damit einen Sitz in der Mondfähre verschaffen. Sobald Sie in der Mondbasis sind, müssen Sie die Entschlüsselungscodes finden und zur Erde zurückbringen. Wie können wir einen so schnellen Truppentransportzug abfangen? Am besten würde sich die Gibraltarbrücke eignen. Okay, ja, okay. Aber wie? Seth, irgendeine Idee? Wie wäre es hiermit? Die ist sehr, sehr mächtig. Wir nennen sie, wie würde man sagen, Torsionsbombe. Lassen Sie sie vor den Zug fallen. Sie hält alles auf. Exzellent. Brechen Sie sofort auf. Der Zug kommt bereits. Ich weiß, was Sie denken, Blasco. Keine Chance. Ich behalte das Ding. Überlassen Sie es, Carolina. Ein Monster von einer Brücke für das Regime der schnellste Weg zur Front in Afrika. Grundlage für den Völkermord. Der Zug wird sich jetzt jeden Augenblick an der Brücke ankommen. Wir haben gehört, Blasco. Bereit machen! Hat schon wieder diesen bösen Blick drauf. Verstanden. Gute Arbeit. Weiter so.